So, wie viel Zeit haben wir denn? Oh oh. Ja, schnell, schnell, schnell. Schnell wieder raus. Ich weiß nicht genau, wie lange das vorhält, weil ich hier keinen Timer sehe. Und da sind die Bienchen wieder. Die Bienchen, die Blümchen. So, Napalm, ein leckerer Peppriegel. Was sagst du, Mädchen? Ich höre dich nicht, du bist so tot. So, dann hauen wir die Bienen wieder aus. Das kann ja jetzt ein bisschen dauern. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Hier war doch noch ein Mann irgendwo. Einfach schön hier, muss man ja mal sagen. So, probieren wir es nochmal. Die Dollars kriegen wir nicht. Teufel, 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 Teufel! So, wir müssen uns wieder beeilen. Das wird ein bisschen knapp langsam, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was das genau bringt eigentlich, dass wir hier die ganze Zeit das absuchen. Da finden wir vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Aber ob das jetzt so der Mega-Hit ist, was wir jetzt hier finden, irgendwie ja nicht so, ne? Und immer wenn wir einen Bienenstock untersuchen... hörst du ja, was dann passiert. Alter! So, den haben die Bienen erwischt, glaube ich. Okay, der Pfeil führt uns aber hier rein. Wir müssen also da rein. Und jetzt sagt der Pfeil, lebe wohl. Oh. Okay, jetzt müsste die Zeit ja hoffentlich stillstehen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein! Leck mich doch am Sack. Okay. Komm, mach ich mal einen Autohacker jetzt hier einfach. 3 Enzymproben haben wir immerhin gefunden. Das ist schon mal super. Und der Pfeil führt uns jetzt wohin? Hierhin führt uns der Pfeil. Aber warum? Okay.
Ich speichere jetzt nochmal. Ich habe keine Ahnung, warum der Pfeil will, dass wir da reingehen. Vielleicht wegen der Enzymproben. Ich weiß es nicht genau. Aua. Scheiße, Mann. Ich sehe hier auch gar nichts. So, ein Auto-Hacker haben wir mal dazu bekommen. Trotzdem weiß ich nicht genau, was wir hier jetzt sollen. Außer natürlich unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, weil hier immer mehr davon diesen Viechern kommen. So, bing! Jetzt müsste ja eigentlich jemand sterben da draußen. Ah, okay. Jetzt sollen wir wieder raus, weil wir offenbar genug Proben haben. Aber erstmal werde ich jetzt natürlich die Leichen durchsuchen. Ganz komisch hier. So, hier war doch noch irgendwo eine Olle und hier war noch ein Pistölchen, das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, komm, die Dollar können wir leider nicht mitnehmen. Hier haben wir noch Splittergranaten, haben wir schon alle. Eine Kassette mit einer Hypnospritze oder Hypospritze, den Safe haben wir schon. Okay, dann scheiß drauf. Hier haben wir genug gesehen und wir... Achso, wir müssen natürlich erstmal warten, bis wir wieder raus dürfen. Ich stelle fest, diese Tür geht nur auf, wenn die Bienen frei sind. Die geht nicht auf, wenn der Rauch weg, also wenn der Rauch da und die Bienen weg sind. Das heißt, die Tür geht nur auf, wenn hier Gefahr im Verzug ist, was total schlau ist. Damit die Bienen auch alle ja raus können. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist Gerüche. Rapture lebt. So, na. Yes, has. Ich mach dann erstmal wieder den Sausewind und speichere erstmal. La 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 la, so. Höre ich eine Kamera direkt zur Begrüßung? Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es immer Abschlussparty war. Sieht doch cool aus, vor allem ist mit dem Auge. Bäh. So, die Kamera ist genau da drüben. Und da ist gerade eine Selbstschussanlage losgegangen. So. Huch. Und wir müssen lediglich da runtergehen. Alles easy. Das lobe ich mir doch, wenn es so leicht ist. Natürlich kommen wir da nicht wieder ohne weiteres runter. Also machen wir mal den hier. Und dann... So. So, da war die Selbstschussanlage. Die müssen wir auch noch außer Gefecht setzen. Ich weiß allerdings nicht... Ach, da ist er. So, kommen Sie mal ran. Da können Sie mal rausgucken. Dann machen wir mal... Und dann einmal nach rechts rüber. In dieser Haribo-Colorado-Mischung. Oh, Moment mal, ganz kurz husten, gleich wieder da.
So, ich hoffe, ich habe jetzt den Sound auf entsprechende Lautstärke. Cool mit der Musik, stehe ich ja voll drauf. Und auf Hecken stehe ich natürlich auch so sehr. Komm, wir probieren es mal ohne Auto-Hacker. Wir müssen da nach... Ach du Scheiß. Ach du... Hä? Verdammte Kacke. So. Okay, jetzt brauche ich noch einen nach rechts. Dann sind wir soweit safe. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon. Puh. Destilliertes Wasser. 2 von 7. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Bienenenzyme. Ich habe nämlich gar nicht drauf geachtet. So, das war da das. Das war... Und dann 4. Ich sehe die Tasten ja wieder nicht. Und was ja auch funktionieren soll, ist ja, Ach, siehst du, dann kommt man da jetzt rum. Das ist ja cool. Uh-oh. Was ist das da oben? Ach, eine Lampe. Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht? Schweine! Aber ich kann doch nichts dafür. Oh, Mr. Cohen. Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! Komisch, dass mein Sonic Boom keine Wirkung mehr hat. Naja, doch schon. Jetzt gehe ich mich mal heilen gerade. Oh, Telefon. Hallo? Hallo, Vermittlung. Hallo. Ich bin schwer vermittelbar. Okay, das haben wir. Telefon, geht keiner ran. Dann suche ich hier oben mal ein bisschen weiter ab. Jetzt haben wir das ja ein bisschen außer Acht gelassen. Ist hier noch irgendwas Gefährliches? Nein. Außer mir natürlich. Ich bin gefährlich. So, Lagerkiste. Auch sonst nichts drin. Und Zirkus der Werte. Können wir den... Ach komm, machen wir mal Autohäckchen. Pistolenkugeln kann man mal wieder machen. Schrot kann man auch mal wieder machen. Ein Käffchen wäre super. Eine Eve-Spritze momentan noch nicht. Ich spare doch lieber noch ein bisschen Geld, obwohl ich mal viel zu viel habe. Oh, ist das ein leckerer Kuchen? Oh, leckerer Kuchen. Streusikuchen. Der war lecker. Hört sich an wie die eine von IT Crowd. Wo ist sie denn? Okay. Okay, okay, okay. Uh-oh. Ich hasse diese Houdini-Splicer. Ich hasse sie. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Blablabla. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass Alter, ich war das nicht! Ich war das nicht! Alter! Ich war das nicht! Scheiße, Mann! Alter, lass uns reden. Wie kann man so bescheuert sein, Dicker?
Boah, alter Schwede! Der ist doch nur in dieses komische Ding reingelaufen, gibt mir die Schuld dafür. Das kann doch nicht sein.